Meine sehr verehrten Damen und Herren, freut mich sehr, dass Sie mir so früh zuhören heute. Ich sende aus dem sonnigen München und möchte Ihnen was erzählen über das Angriffsziel und Premises Active Directory. Wie man das hackt, habe ich ein paar Demos mitgebracht und dann auch immer, wie man auf den jeweiligen Angriffsschritt eingeht und wie man das effizient härten kann. Ganz kurz zu mir. Mein Name ist Frank Ulli, ich bin Head of Research der One Consult Deutschland AG, bin auch immer noch Senior Penetration Tester und Red Teamer. Das heißt, ich greife auch in simulierten Angriffen Unternehmen an und auditiere deren Active Directories. Und im Rahmen meiner Tätigkeit hab ich zusammen mit Kollegen relativ viele Artikel in der Fachzeitschrift X zu Active Directory geschrieben, wie man das angreift und wie man das härtet. Und ich gebe auch einen zweitägigen Workshop bei Heise Events, wo ich hier die Highlights jetzt in dem einstündigen Webinar rausgegriffen habe, die aus meiner Sicht wichtigsten Inhalte. Nur noch ganz kurz zu mir. Sie kennen uns wahrscheinlich als One Consult, aber was wir auch noch machen, Red Teaming habe ich jetzt schon angesprochen, also Angriffssimulationen. Was wir aber auch anbieten, ist digitale Forensik und Incident Response. Das heißt, unsere Incident Responder kommen bei Ihnen vor Ort, wenn Sie einen vermuteten Sicherheitsvorfall haben. Und das hat oft ganz zentral so einen Sicherheitsvorfall mit dem On-Premises Active Directory zu tun. Und aus den Erkenntnissen, die wir aus unseren Red Teaming-Projekten gewonnen haben und was unsere Incident Responder so erzählen, habe ich das auch in dieses einstündige Webinar einfließen lassen. Ich habe ganz viele Inhalte mitgepackt, möchte Ihnen kurz sagen, was ich so Ihnen mitgeben wollte, so ein paar wesentliche Active Directory interne verstehen, dann wesentliche Angriffsschritte gegen das Active Directory kennen. Dann gibt es da oft sehr effiziente Tipps, wie man sich absichern kann, die gar nicht in monatelangen Einführungsprojekten ausarten müssen, sondern die mit relativ wenig Aufwand eine große Wirkung gegen Angreifer haben. Dann auch immer das Verständnis dafür wecken, warum soll ich das machen? Nicht nur Compliance-Checklisten abhaken, sondern wirklich womöglich schwerwiegende Angriffe und Angriffsschritte verhindern. Inzwischen hat sich auch im On-Premises Active Directory, das gibt es jetzt auch schon 20 Jahre, hat sich ein gutes Ökosystem an Werkzeugen dafür entwickelt, dass sowohl Angreifer einsetzen können, dass man selbst zum Selbstaudit einsetzen kann, aber auch gezielte kostenfreie Werkzeuge, die man defensiv einsetzen kann, die einem die wichtigsten Sachen an die Oberfläche spülen, die man vielleicht ändern sollte. Das werde ich auch vorstellen und es ebenso verstehen, typische Fehlkonfigurationen. Und am Ende finden Sie QR-Codes in dieser Präsentation, da können Sie die Präsentation runterladen. Ich habe auch immer weiterführende Quellen eingestreut, weil ich ja nur viele, viele Bereiche kurz streifen kann. Jetzt erstmal, gegen was verteidigen wir uns? Der aktuelle Großschadensfall, gegen den man sich so verteidigen muss, ist natürlich schon Ransomware. Ransomware hat immer schon eine hohe Schadenshöhe gehabt, aber dadurch, dass das eine florierende Schwarzmärkte gibt und eine Schattenwirtschaft ist, steigt die Eintrittswahrscheinlichkeit schon immer. Und das Positive, was man aus dem mitnehmen kann, aus Verteidigersicht, ist, wenn man sich gegen Ransomware verteidigen kann, kann man sich auch gegen viele, viele andere Angriffe verteidigen. Also auch gezieltere Angriffe, die vielleicht darauf abzielen würden, irgendwelches geistiges Eigentum vom eigenen Unternehmen zu stehlen. Und um das so ein bisschen zu motivieren, wie da die Zeiträume sein können in schlecht abgesicherten Umgebungen im Zusammenhang mit dem On-Premises Active Directory, ist es eine Ressource, wo ich Ihnen mal ans Herz legen würde, da mal drauf zu schauen. Das ist The DeFi Report. DeFi steht, wie gesagt, für Digital Forensic und Incident Response. Und dort veröffentlichen, wird anonym veröffentlicht, so Vorfalluntersuchungen, wie Angreifer bei Unternehmen eingedrungen sind. Das ist ja auch schon interessant. Und da werden wir uns auch jetzt im Rahmen der Stunde darüber unterhalten, wie die Angreifer überhaupt reinkommen und was man da noch tun sollte. Und dann, wie sie sich im Netzwerk ausbreiten und schließlich so, dass das Zwischenziel zum Domain-Administrator zu werden, erreichen. Domain-Administrator ist nicht immer das Endziel, aber weil der Domain-Administrator über viele Berechtigungen verfügt, das werden wir noch sehen, oder sich auch ansonsten alle anderen Berechtigungen geben kann, ist das schon so ein wichtiges Zwischenziel. Und in schlecht gehärteten Umgebungen mit teilautomatisierter Ransomware, wie man das hier im Vorfall sieht, da ist um 16:30 Uhr die Malware reingekommen, via einem typischen Phishing-Dokument von Word. Und eine Stunde später, um 17:29 Uhr, haben sich die Angreifer lateral zum Domain-Controller bewegt. Und in dem Moment ist das ganze AD gefallen. Und auch was laterale Bewegung bedeutet, werden wir auch noch sehen. Also die Seite würde ich ans Herz legen, da mal reinzusehen. Das ist sehr erkenntnisreich, wirklich
über echte Sicherheitsvorfälle nachzulesen und sich dann Gedanken zu machen, ob man den Angreifer, ob irgendeine seiner Sicherheitsmaßnahmen den Angreifer gestoppt hätte oder ob man den Angreifer rechtzeitig erkannt hätte. Und inzwischen, wenn man über On-Prem Active Directory Sicherheitsvorfälle reden möchte, weiß man ja gar nicht mehr, welchen Vorfall man da auswählen soll. Und einer so der bekanntesten und ersten Vorfälle war so der Logistikgigant Maersk, wo die Malware auch auf einen Rechner kam und dann in sehr kurzer Zeit sich auf alle Clients, alle Server und alle Domain-Controller ausgebreitet hat und die komplett verschlüsselt hat. Und die hatten dann noch Glück, weil gerade in einem afrikanischen Land ein Domain-Controller offline war, dass es so ein unfreiwilliges Offline-Backup gab quasi. Und trotzdem hat das natürlich einen Schaden in Höhe einer dreistelligen Millionensumme verursacht. Und deswegen eine ganz wichtige Botschaft, die ich immer am Anfang mitgeben möchte. Und der CISO von Maersk geht auch sehr, sehr offen mit seinen Erfahrungen um. Wer keine Offline-Backups hat, hat kein Backup. Oder wer auch geprüft hat, dass er die Offline-Backups wiederherstellen kann. Denn trotz aller Beteuerungen, was manche Hersteller sagen, von Online-Backup-Lösungen, die Angreifer kennen sich auch damit aus und können alle online erreichbaren Backups löschen. Also nur was wirklich offline ist, ist verlässlich wiederherstellbar. Also wenn Sie so einen Vorbericht lesen sollen, das ist auch sehr erhellend hier, wie auch schon viele Schwachstellen bekannt waren in den Prozessen und in den technischen Kontrollen, wo man aber nichts gemacht hat. Das ist hier von einem ehemaligen Mitarbeiter von Maersk geschrieben. Und dann musste das Maersk leider auf die harte Art lernen. So, jetzt ein paar wesentliche Grundlagen über das Active Directory. Also unter der Haube ist das ja auch schon eine, obwohl MT für New Technology steht, auch eine relativ alte Technologie, schon jetzt über 20 Jahre gibt es das. Und das Herz des Active Directory ist der Domain-Controller und auf dem Domain-Controller die zentrale Datenbank ist die NTDS.jit. Das ist einfach eine Datei, die dann nochmal ein Datenbankformat hat und so unter der Haube, wie die Datenbank selbst aufgebaut ist, ist das sogar eine relativ flache Datenbank. Aber da drin, in dieser NTDS.jit, die auch zwischen allen Domain-Controllern über bestimmte Protokolle synchronisiert wird, steht alles Wesentliche im Active Directory. So, jetzt erstmal nochmal, was ist ein Active Directory? Das eigentliche Container eines Active Directories ist der Forest oder auf Deutsch Gesamtstruktur. Und in dem Forest kann es dann eine oder mehrere Domänen geben. Und als Sicherheitsgrenze implementiert, hat Microsoft nur den Forest. Das heißt, überschreitende Angriffe zwischen Forest sind schon ein bisschen komplexer. Das kann auch passieren durch Fehlkonfigurationen. Kann ich jetzt aber hier im Webinar aufgrund der Zeit nicht drauf eingehen. Aber erstmal so, vom Design her sind Domänen nicht als wirkliche Sicherheitsgrenzen implementiert. Das heißt, wenn ein Angreifer in einer Domäne, in einer Gesamtstruktur Domainadministrator geworden ist, ist er per Definition auch sofort kann er in allen anderen Domänen auch Domainadministrator werden. Jetzt, was ist in so einer Domäne drin? Da gibt es Benutzer, das wissen Sie alle. Sie haben ein Benutzerkonto, mit dem Sie sich heute Morgen angemeldet haben am Rechner, wenn das nicht schon in die Cloud zu Azure abgewandert ist. Und dann gibt es auch Computer. Und Computer sind auch Objekte im Active Directory. Und so Sachen wie Benutzer, Computer und Gruppen sind Objekte in der Datenbank und die haben auch bestimmte Attribute. Zum Beispiel haben Sie hier einen Benutzernamen. Und es gibt noch viele weitere Felder, die wir nachher noch sehen werden. Und jetzt am Anfang ganz wichtig, also ein bisschen unbeliebtes Thema, das aber relevant ist auch im Zusammenhang mit On-Prem-AD-Sicherheit. Kein Angreifer, wirklich kein Angreifer wird sich die Sicherheit machen, wird sich die Mühe machen, irgendeine exotische Fehlkonfiguration in Bezug auf das AD rauszufischen, wenn er einfach einen öffentlich verfügbaren Exploit für irgendeine Schwachstelle in der Windows-Komponente oder in der Schwachstelle in der Active Directory-Komponente ausnutzen kann. Das heißt, Patchen ist schon eine wichtige Grundvoraussetzung. Und auch eine wichtige Grundvoraussetzung ist, dass man überhaupt patchen kann, ist eine verwendete Version von Windows Server zu nehmen. Das heißt, alle diejenigen von Ihnen, die noch 2012 R2 Server in Betrieb haben, müssen jetzt auch langsam aktiv werden, weil da auch das Supportfenster für Sicherheitsupdates in dem Jahr, was relativ bald ist, schon abläuft. Also erstmal, das ist die Voraussetzung, dass man überhaupt
unterstützte Windows-Version verwendet. Und jetzt war mir überhaupt das Patchen so wichtig am designierten Patch-Tag und auch wenn Out-of-Band-Patches kommen. Über die letzten Jahre hat man beobachtet, dass Angreifer, wenn so eine Schwachstelle publik wird, also gar nicht mehr Zero-Day-Schwachstellen, von denen nur der Angreifer weiß und der Hersteller weiß das noch gar nicht und es gibt keinen Patch, sondern Schwachstellen, N-Days oder beinahe Zero-Days, wo schon ein Patch verfügbar ist, sind Angreifer inzwischen sehr, sehr schnell, den Patch zu reverse-engineeren, die Schwachstelle rauszufinden und Exploits zu schreiben. Und das heißt, es dauert nur noch weniger als einen Tag, bis wenn das Systeme sind, die aus dem Internet erreichbar sind, bis die Schwachstellen von Angreifern ausgenutzt werden. Und auch wenn die schon in internen Netzwerken hängen und noch nicht weitergekommen sind, nehmen die das natürlich auch gerne, wenn das eine zentrale Komponente von Windows betrifft. Und das haben wir gesehen bei unseren Kunden. Im Zusammenhang mit Exchange. Exchange werden wir nachher auch noch dazu kommen. Das ist ein ganz eng am Active Directory hängender Dienst. Und im März letzten Jahres war dann großes Aufsehen, weil es die sehr stark veröffentlichten Schwachstellen Proxy Lock-On oder auch synonym zu Hafnium genannt, das war die Angreifergruppe gab. Und dann aber in den Folgemonaten da jetzt das im Bewusstsein war, der Sicherheitsforscher als auch der bösartigen Angreifer, dass da die Web-Oberflächen von Exchange eine große Angriffsfläche bieten, wo sich über die Jahre eine große Technologieschuld angesammelt hat, gab es viele, viele weitere Schwachstellen derart. Proxy Shell war dann so ein bisschen von Microsoft nicht mehr so publik gemachter Patch, der aber auch genauso wie Proxy Lock-On zur Remote Code Execution auf dem Exchange-Server geführt hat. Und das haben wir in Angriffssimulationen als auch bei Forensikuntersuchungen bei Kunden leider gesehen, dass das ungepatcht war. Also auch den Exchange-Server muss man immer sehr, sehr zeitnah patchen. Und auch gerade im August kam wieder ein wichtiger Patch raus, wo man auch die Release-Notes immer lesen sollte, weil man dann manuell noch was ändern muss. Und jetzt eine Quelle, die ich Ihnen nahelegen würde, da mal reinzuschauen oder auch wenn Sie Sicherheitstools haben, wie Endpoint Detection und Response oder Schwachstellen-Scanner, irgendwas mit Schwachstellenmanagement machen. Eine gute Quelle, die noch viel zu wenig bekannt ist aus meiner Sicht, ist der CISA Known Exploited Vulnerabilities Katalog. Das ist eine amerikanische Cybersecurity-Agentur und die haben so einen Überblick, welche Schwachstellen wirklich von Angreifern ausgenutzt werden. Da sind teilweise alte Schwachstellen dabei von 2017, aber auch aktuelle Schwachstellen und jedenfalls eine Schwachstelle, die in diesem Katalog drin steht, das sollte man schaffen, da möglichst schnell zu patchen, weil die von Angreifern, weil man da weiß, dass die von Angreifern gerade ausgenutzt wird. Und so ein Sicherheitstool, das von Unternehmen aus meiner Sicht viel zu wenig eingesetzt wird, obwohl das relativ zu anderen Sicherheitsmaßnahmen gar nicht so viel kostet, ist ein Schwachstellenscanner. Da können Sie Nessus nehmen, das verwenden wir bei unserem Test und von Kunden wissen wir auch, dass die das einsetzen, aber Sie können natürlich auch eine Marktrecherche machen. Das wäre ein wesentlicher Schritt, auch mit relativ wenig Aufwand. Da muss man natürlich auch die Dokumentation lesen, dass man das Tool richtig einsetzt, selbst so einen Überblick zu bekommen über Schwachstellen in den eigenen Windows-Servern, in den eigenen Windows-Clients und natürlich auch im Zusammenhang Schwachstellen auf dem Domain-Controller. Denn die Sicherheit vom AD ist auch nur so hoch wie die Sicherheit der Komponenten, die da drin hängen, also der Clients und der Server auch. So, jetzt nähern wir uns aber dem Kern vom AD. Und da ist so das Problem, dass es über die Jahre mitgenommene schlechte Standardeinstellungen gibt. Also wohl so ein, auch wenn Sie jetzt neu einen Server 2022 installieren, sind da auch nicht die besten Gruppenrichtlinien drauf. Aber auch so in produktiven Umgebungen, selbst wenn Sie, was Sie hoffentlich gemacht haben, fleißig immer das Betriebssystem aktualisiert haben und das Domain- und Forest-Function-Level nimmt man halt über die Jahre gewachsene Einstellungen mit, weil das einfach im Produktivbetrieb so funktioniert und wenn man da was ändert, weiß man da gar nicht, ob man jetzt aus Versehen eine wichtige Business-Anwendung, eine Fachanwendung kaputt macht. Und da ist ein so Artefakt, das wir häufig sehen und das Angreifer ausnutzen können, ist, dass im Standard jeder Domain-Nutzer 10 Computer an der Domäne anmelden kann. Was hat das für Auswirkungen? Also die am verständlichsten zu erklären der Auswirkung ist, naja, dass wenn Sie jetzt sagen, okay, wir haben hier nur Mitarbeiter mit Computern, da rollen wir Antivirus aus, vielleicht sogar auch EDR, die sind dann nicht lokaler Administrator, dann machen wir noch Logging, dann kann der Benutzer jetzt aber sich einfach einen neuen Privatrechner anmelden an der Domäne,
macht sich da zum lokalen Administrator, verhindert noch durch ein paar Einstellungen, dass andere Benutzer da dein Rechner administrieren können oder dass auch irgendwelche über Gruppenrichtlinien ausgerollte Tools wie Malware-Scanner zum Beispiel da installiert werden und hat jetzt in ihrem Netzwerk einen von ihm kontrollierten Angriffsrechner hängen. Und da auch Computerkonten im AD auch ein Objekt sind und Berechtigungen haben können, ist das schon auch ungut. Und da gibt es auch noch komplexere Angriffe, wo das Angreifern auch hilft, dass sie ein Computerobjekt erstellen können im AD. Das heißt, das ist da die Gegenmaßnahme, dass einfach, wie zum Beispiel hier auf der Folie gezeigt, durch eine Änderung an einem Attribut auf Domänenebene MS-DS Machine Account Quota verhindern, dass jeder authentisierte Benutzer einen Rechner hinzufügen kann und das dann über einen eigenen Computer-Joiner-Account delegieren. Achtung, auch über einen anderen Mechanismus kann jeder Benutzer, der einen Rechner in die Domain hinzugefügt hat, immer zu dessen lokalen Administrator werden. Also das Konto, das man verwendet, um einen Computer zur Domain hinzuzufügen, sollte man sich auch drüber Gedanken machen. So, es gibt im Wesentlichen vier Dinge, die Angreifer brauchen, um wirklich Schaden anzurichten oder ihre Ziele zu erreichen. Die brauchen erstmal internen Zugang, wie man reinkommt, komme ich nachher noch dazu. Da brauchen sie Privilegien, die möchten ja was machen, die möchten auf anderen Rechnern lokaler Administrator sein, die möchten Datenbanken mit vertraulichen Daten auslesen können oder die möchten eben Domain-Administrator werden, dass sie überall ihre Ransomware ausrollen können. Und dann müssen sie noch die Daten finden, wenn sie gezielt Daten stehlen wollen oder ansonsten einfach möglichst alle Daten finden, wenn sie die verschlüsseln wollen und dann die Daten eben verschlüsseln oder auch raustragen vorher oder auch in so typischen modernen Ransomware-Angriffen mit Double Extortion werden auch immer noch mal die Daten rausgetragen von den Angreifern und dann wird, wenn man die Lösegeldsumme nicht zahlt, auch mit Veröffentlichung gedroht. So, und wie können Angreifer jetzt reinkommen? Das ist eigentlich eine vollständige Übersicht und an vielen Stellen kann man auch mit wenig Aufwand verhindern, dass die Angreifer überhaupt reinkommen und das sollte man auch machen, wenn man von On-Prem-AD-Sicherheit spricht. Über Supply Chain-Angriffe und physische Angriffe, wie das Einschleusen von Geräten im Besucherbesprechungsraum, wo der Angreifer an eine ungeschützte Netzwerkbuchse sein Raspberry Pi zum Beispiel hinsteckt, möchte ich jetzt gar nicht gegen Gegenmaßnahmen reden. Das ist auch so, hat auch mit typischer Netzwerksicherheit zu tun oder bei Supply Chain muss man ja eher seine Prozesse auch in den Griff bekommen. Wo man aber einiges machen kann, ist, dass und wo Angreifer reinkommen, ist natürlich das klassische Phishing. Das werden wir nachher noch sehen. Dann Authentifizierung über öffentlich zugängliche Dienste, wenn Sie da so Weboberflächen haben, mit einem VPN, Weblogin oder einem VPN-Zugang, ein Remote-Desktop-Port von irgendeinem Windows-Server ins Internet raushängen, irgendwas mit Virtualisierungsinfrastruktur, dann können Angreifer da Passwortangriffe versuchen. Und dann natürlich, wenn es Schwachstellen in den öffentlich zugänglichen Diensten gibt, also so der typische Fall von Exchange, Proxy-Shell oder Proxy-Logon. So, jetzt wollen wir uns das mal einen Teil von wesentlichen AD-Angriffen in der technischen Angriffsdemonstration anschauen und auch noch mit Gegenmaßnahmen. Jetzt hier haben wir so eine typische Domain-Umgebung. Das ist auch schon eine besser geschützte Umgebung eigentlich. Hier gibt es irgendwo eine demilitarisierte Zone, wo eben so Webserver drinstehen oder der Exchange. Dann gibt es Clients, dann gibt es hier vielleicht noch Subnetze für den Vertrieb und für Administratoren. Und irgendwo ist der Domain-Controller, wo der Angreifer Codeausführung erreichen möchte. So, wie kann er jetzt reinkommen? Der kann eben eine aus dem Internet erreichbare Anwendung versuchen zu kompromittieren oder Zugangsdaten zu erraten. Der kann eine Phishing-Mail senden, dann landet er irgendwo auf einem Rechner im Büronetzwerk oder der kann vor Ort gehen und hat eben über die LAN-Buchse im Besucherraum dann vielleicht Zugang. Und aber dann möchte er dorthin kommen. Was möchte ich Ihnen jetzt über aktuelle Vorgehen bei Infektionen nur sagen. Da zeige ich keine Demo, weil das hier den Rahmen des Webinars sprengen würde, aber weil man das so beobachten kann und ich auch merke, dass das Bewusstsein in Unternehmen da so noch fehlt. Also das Klassische ist ja, es gibt ein Word-Dokument mit einem Makro hinten dran. Da ist schon vielen nicht bewusst, dass auch DocX-Dokumente auf ein Makro verweisen können. Die können nicht selbst ein Makro enthalten, aber die können auf eine Dokumentvorlage, die auf einem Webserver gehostet, verweisen, wo dann ein Makro nachgeladen wird.
Dann natürlich so klassische ausführbare Dateien wie Exe oder auch Varianten von ausführbaren Dateien wie Screensaver-Dateien. Und neuerdings setzen Angreifer gerne Containerformate wie ISO, das sind so CD-Images, und RAR, das sind ein Archivformat ein, in denen dann noch die typischen Windows-Verknüpfungen LNK-Dateien enthalten sind. Und wie gesagt, die Angriffsdemo zeige ich jetzt nicht, aber das ist ja vorauszusetzen, dass ein Angreifer irgendwann, wenn es nur gut genug versucht, auch den bestinformierten Administrator mit einer Phishing-Mail vielleicht erwischen kann. Und ein anderes Dateiformat, ein klassisches Dateiformat ist zum Beispiel .hta, das ist eine HTML-Applikation, ist auch eine ausführbare Datei. Wenn Sie die per Mail bekommen und da draufklicken, kann das auch Code auf Ihren Rechner ausführen. Und was macht das dann? Dann verbindet sich der Rechner zurück zu einem Command-and-Control-Server beim Angreifer, und der Angreifer hat den initialen Zugriff. Also das zeige ich jetzt nicht in der Demo, das setzen wir als gegeben voraus, dass der Angreifer das schon geschafft hat. Jetzt, was macht man dagegen? Idealerweise blockiert man Makros per Gruppenrichtlinie oder verlangt signierte Makros. Microsoft hilft einem auch da ein bisschen, jetzt in neueren Versionen von Word, die demnächst ausgerollt werden, funktionieren Makros nicht mehr aus Dokumenten, die aus dem Internet heruntergeladen werden. Das weiß Word, weil Browser da ein bestimmtes Metadatum setzen an der Dateien, die man mit dem Browser herunterlädt. Sollte man aber vielleicht doch noch in Angriff nehmen, wenn man das kann, wenn man es nicht komplett deaktivieren kann, dann zumindest signierte Makros. Was man aber auch im Hinterkopf behalten sollte, da Angreifer sich jetzt darauf vorbereiten, dass Microsoft Makros in Dokumenten aus dem Internet ausschaltet, ist, dass jetzt eben andere Containerformate verwendet werden, wie ISO, LNK und HTA. Und was will ich Ihnen da noch mitgeben? Dass es eine Vielzahl von ausführbaren Dateien gibt. Und da man vielleicht schon ein Mail-Gateway einsetzt und manche ausführbaren Dateien blockt, man hier in diese Ressource vom Schweizer GovCert reingucken kann und dort versuchen sollte, möglichst viele dieser Anhänge zu blockieren mit den Sicherheitsmaßnahmen, die man hat. Und was ich auch sehe bei Unternehmen und was ich sehr, sehr schade finde, ist, dass man, um Angreifer zu erkennen, auch fortgeschrittene Angreifer, auch Ransomware-Gruppen, dass da oft die Unternehmen schon ein Werkzeug haben, nämlich auch aus Compliance-Gründen, nämlich einen Malware-Scanner. Und den lässt man aber so vor sich hinarbeiten auf den einzelnen Rechnern, und der blockiert dann die Bedrohungen weg, und dann blockiert er die nächste Bedrohung weg. Aber die Alarme werden vielleicht gar nicht mal zentral irgendwo hingeschickt und man wertet die nicht aus. Aber was die Tabelle hier zeigt, ist, dass so für die Erkennung von Angreifern Advanced Persistent Threats, was man auch synonym eben mit fortgeschrittenen Angreifen oder mit Ransomware setzen kann, der Malware-Scanner, wenn man den zentral auswertet, eine der wertvollsten Quellen ist, wo man nicht mal groß neue Tools eigentlich sich installieren muss, weil auch Angreifer, das werden wir in den Demos noch sehen, in vielen Angriffsschritten halt weitere Angriffstools ausführen, wo es einem die Chance gibt, dann die Malware zu erkennen. In einem anderen Webinar hat mein Kollege Yves Kraft gezeigt, wie man Malware-Scanner umgehen kann. Aber trotzdem gibt es so bei typischen Angriffen, so kann man sagen, vereinfacht, schon ein oder zwei Malware-Scanner-Alarme in der gesamten Angriffen-Umgebung, wodurch man den Angriff hätte erkennen können. Und hier habe ich Ihnen ein Cheat-Sheet mitgebracht, auf das mich ein Kollege aufmerksam gemacht hat, unser Forensikleiter, das einem so hilft, so die Malware-Scanner-Meldungen schnell zu interpretieren, zu wissen, ob man da jetzt auf Alarmstufe Rot gehen muss, wenn so ein Begriff wie Mimikatz im Alarm vorkommt, oder ob das eher einfach nur so eine unerwünschte Adware-Anwendung ist. Eine Maßnahme, die auch schützt, weil eben das AD auch nur so sicher ist wie die Clients und die Server, die da dranhängen, ist Application Allow Listing. Und da muss man auch kein großes Application Allow Listing Projekt in Perfekt starten, wo man dann graue Haare bekommt, weil man all die diverse Software irgendwie whitelisten muss. Schon mit so einer bewusst löchrigen Liste, die signierte Anwendungen erlaubt und Anwendungen, die in bestimmten Ordnern wie Programme und Windows liegen, hat man nach dem Pareto-Prinzip auch schon viel Malware-Ausführung verhindert. Und das ist natürlich bewusst löchrig. Auch in Windows gibt es Ordner, wo normale Benutzer, die keine lokalen Adminrechte haben, reinschreiben können. Aber das wäre schon ein erster Schritt, davon ausgehend die Umgebung zu härten. So,
Jetzt zu einem ganz wesentlichen Punkt, nämlich zu Passwortangriffen. Jetzt in dem Szenario, das geht jetzt von einem Angriff aus, wo der Angreifer ein Raspberry Pi ins lokale Netz gesteckt hat. Das Passwort Brute Forcing kann aber auch machen, wenn er schon Codeausführung ausgehend von einer Phishing-E-Mail auf irgendeinem Rechen hat. Und so im Klassischen denkt man ja, na okay, Passwort Brute Forcing, das Passwortangriffe, das lässt man so synonym mit Brute Forcing. Da wird blöd irgendwelche Listen durchprobiert. Und es ist aber gar nicht so. Inzwischen gibt es viele, viele auch öffentlich erreichbare Datenbanken, wo es Zuordnungen gibt von einer Benutzer-Identifier, also E-Mail-Adresse, zu Passwort, das der irgendwo verwendet hat auf irgendeiner Shopping-Seite oder so, die mal geknackt wurde. Und Angreifer haben natürlich die Datenbanken und können dann rausfinden, wenn das eine sogar die Geschäfts-E-Mail war, können dann probieren, das Passwort irgendwo reinzutippern bei irgendeinem Anmeldefeld beim Unternehmen. Und wenn sie ein bisschen mehr Zeit haben, versuchen sie auch da die privaten E-Mail-Adressen der Mitarbeiter rauszufinden. Das ist Credential Stuffing. Und aber noch viel einfacher und auch sehr tödlich ist Passwort Spraying. Dass man nicht ein Konto mit ganz vielen Passwörtern angreift, sondern ein Passwort nimmt und das in alle möglichen Konten sprayt. Das umgeht dann auch so typische Brute Forcing-Schutz wie Konto-Lockout. Und ich bin auch selber bei einem Unternehmen reingekommen ins E-Mail-Postfach von einer Mitarbeiterin, weil die das Passwort Sommer 2022 Ausrufezeichen gesetzt hat. Das Ausrufezeichen ist wichtig. Das ist so das wahrscheinlich beliebteste Sonderzeichen auch an der Stelle, dass man die Passwortrichtlinien erfüllt. Und das zeige ich jetzt hier in der Demonstration. Ich bin hier also, links sieht man die Angriffs Distribution Kali Linux, also links ist die Sicht des Angreifers und rechts ist hier so eine kleine AD-Umgebung, die wir auch im Schema gesehen haben, mit hier jetzt in dem Fall einem Client, einem Server und einem Domain-Controller. Und jetzt hier als Angreifer habe ich zum Beispiel eine Liste durch Open Source Intelligence Sammlung, also einfach LinkedIn gescraped mit Namen von wahrscheinlichen Mitarbeitern des Unternehmens gemacht und die kann ich jetzt nutzbringend einsetzen, nämlich kann ich mit so einem Werkzeug, mit einem einfachen Python-Skript, kann ich da jetzt wahrscheinliche Benutzernamen draus machen. Also erster Buchstabe, Punkt, Nachname und so weiter. Und habe jetzt eine relativ umfangreiche Liste wahrscheinlicher Benutzernamen, 616, mögliche Kombinationen von Benutzernamen, wenn ich das noch nicht weiß als Angreifer. Und jetzt kann ich, wenn ich schon intern bin, über den Mechanismus erstmal rausfinden und das funktioniert übertragen auch in Webanwendungen und in der Cloud, das werden wir nachher noch sehen, ob das überhaupt ein valider Benutzer ist. Und in dem Fall habe ich jetzt hier einen validen Benutzer rausgefunden, in dem Fall den Victor Victim. Und jedenfalls kann ich gegen die komplette Liste der Benutzer, die ich gefunden habe, jetzt ein Passwort-Spraying machen. In echten Umgebung hat man natürlich mehr Benutzer gefunden als nur den einen. Und zum Beispiel Sommer 2021 und zack, schon habe ich da ein Zugangsdatum gefunden. Und jetzt hier den Mechanismus, den ich da verwendet habe, ist noch Kerberos, das im Standard verursacht, dass keine Log-Einträge, wenn man das nicht absichtlich eingeschaltet hat. Und jetzt, wenn man so ein Benutzerkonto hat in der Domäne, kann man natürlich da auch Sachen abfragen, zum Beispiel die Passwortrichtlinie dann und wird hier feststellen, dass es sogar gar kein Logout gegeben hätte, also dass man auch noch ganz viele, viele weitere Passwörter eigentlich hätte ausprobieren können. So, und jetzt habe ich hier eine Sitzung in meinem Command and Control Framework mit Zugriff auf den einen Rechner. Und das kann Angreifer auch noch machen, das wollte ich Ihnen nur kurz mitgeben. Die können jetzt auch über den Mechanismus der sogenannten SOX-Proxys, sich auf Ihrem Angriffsrechner, auf dem ein Linux läuft, ein Port starten lassen, wo Sie weitere Linux-basierte Angriffstools, die Netzwerkverkehr erzeugen, hineinleiten können in die angegriffene Umgebung. Was hat das für die Angreifer für einen Vorteil? Es hat den Vorteil, dass die gar nicht mehr hier noch irgendwelche weiteren Malware ausführen, auf dem anderen System, auf dem Windows 10 System, sondern dass
die Schadsoftware quasi auf Ihrem Linux läuft und der Netzwerkverkehr hineingetunnelt wird in die entfernte Umgebung. Wollte ich kurz noch als aktuellere Angriffstechnik mitgeben. So, wann wird das auch besonders zum Problem? Das wird auch dann zum Problem, wenn man besonders bei administrativen Konten, wenn man da mal das Passwort von Standadministrator oder von personenbezogenen administrativen Konten vor ein paar Jahren gesetzt hat, dann entspricht das wahrscheinlich nicht mehr dem heutigen Stand und ist wahrscheinlich relativ einfach zu erraten. Und eine Maßnahme dagegen, die viel zu wenig genutzt wird, die aber schon seit Windows Server 2008 in Windows Server Systemen implementiert ist, sind Fine-Grained Password Policies. Das heißt, man kann nicht nur für alle Benutzer eine allgemein geltende Passwortrichtlinie machen, sondern auch für Sicherheitsgruppen oder für ausgewählte Benutzer noch viel höhere Passwortrichtlinien vergeben. Und ich habe Ihnen hier auch die Links mitgebracht, die finden Sie, wie gesagt, auf den Folien. Und das ist eine sehr gute Maßnahme, um administrative Benutzer oder Servicekonten mit höheren Passwortvoraussetzungen zu versehen als für die normalen Benutzer. Und jetzt ein sehr mächtiges Werkzeug, das auch viel zu wenig eingesetzt wird aus meiner Sicht, ist das, was man hier über HyperBeamPwned machen kann. HyperBeamPwned kennen wahrscheinlich die meisten von Ihnen. Das ist eine Datenbank, wo man seine E-Mail-Adresse eintippern kann und dann bekommt man Informationen, ob das in irgendwelchen Leaks war. Aber die sammeln auch die Passwörter, die in den Leaks drin sind. Also jetzt nicht in Zuordnung von Benutzername und Passwort, sondern einfach generell alle Passwörter, die in den Leaks, in die einen Einblick haben, drin sind und stellen die in gehashten Formaten, in SHA- und NTLM-Hashes zum Download bereit. Und warum ist das jetzt deswegen wertvoll? Sie könnten einen, wenn Sie das sich überlegen, wenn Sie da in Ihrer Risikoabwägung damit einhergehen, Sie könnten ein Tool wie den kommerziellen Closed Source, aber kostenfreien SpecOps Password Auditor nehmen, melden sich da mit einem Domain-Administrator an. Domain-Administrator können die Passwort-Hashes aller Benutzer im Active Directory auslesen. Die Passwörter sind dann nämlich gar nicht im Klartext gespeichert, sondern nur in einem umgesalzenen Hash. Und jetzt kann das Tool die Passwort-Hashes vergleichen mit den Passwort-Hashes in der Leak-Datenbank. Und was kann das jetzt rausfinden? Das findet Ihnen raus wirklich leere Passwörter, also wo wirklich ein Passwort leer ist. Das findet Ihnen raus Passwörter, die in der Liste stehen, die sind dann per Definition schlecht. Und die findet Ihnen sogar auch raus, was die Passwörter vergleichen kann, da sie ungesalzen sind, wenn zum Beispiel ein Administrator für sein normales Benutzerkonto dasselbe Passwort verwendet wie für einen hochadministrativen Account. Also das Vorgehen des Passwort-Audits auf diese Art ist sehr, sehr mächtig. Und wenn man da nicht mit einem Hersteller, mit einem kommerziellen Hersteller, wo man keine Geschäftsbeziehung hat, dessen Tool als Domain-Administrator ausführen kann, habe ich Ihnen hier zur Referenz noch mitgebracht, kann man das auch mit Open-Source-Werkzeugen machen. Da ist das halt nicht so mit einem Klick. Da muss man Kommandozeilenbefehle im PowerShell ausgeben und gibt auch nicht so ganz schöne Diagramme, aber kann man denselben Effekt erreichen. Und der nächste Schritt wäre dann, dass man jetzt nicht nur schlechte Passwörter findet, das kann man regelmäßig machen, so ein Passwort-Audit, sondern direkt verhindert, dass irgendwelche blöden Passwörter gesetzt werden. Und wenn man schon irgendwas mit Azure macht oder bereit ist, ein bisschen was mit Azure zu machen, gibt es da in Azure AD eine Funktion, die On-Premises Passwörter schützt. Da installiert man auf den Domain-Controller einen leichtgewichtigen Agenten und beim Setzen des Passworts kann der schon nachgucken, auch in einer Liste von schlechten Passwörtern. In dem Fall kann er auch das Passwort im Klartext einsehen und kann das dann, das hier ist rechts die Fehlermeldung, verhindern, dass so ein Passwort gesetzt wird. Und dann kann man noch manuell Begriffe vorgeben, die im Passwort nicht vorkommen sollten, wie Jahreszeiten in der eigenen Sprache, Standorte der Firma, Produktnamen und so weiter. Und das könnte man auch in Open Source haben, wenn man ein Open Source Werkzeug auf Domain-Controller installieren möchte. Da gibt es auch Open-Source-Passwortfilter, die Sie sich ansehen könnten, die man auf Domain-Controller installiert, wo man kostenfrei dieselbe Funktion hat. Und jetzt, warum ist das wichtig? Weil Angreifer eben nicht nur im On-Premises Active Directory irgendwas mit Passwörtern machen können, die da vergeben werden. Das ist ja eben, deswegen setzt man ja ein Verzeichnisdienst ein, dass man Single Sign-On hat. Das heißt, die können schlechte Passwörter, die da sind, auch an Web-Oberflächen wie Outlook Web Access von Exchange hin sprayen und versuchen, so Zugriff zu bekommen.
Und das ist jetzt hier die Sicht eines Angreifers. Der kann auch analog, wie das im On-Premise-AD ist, kann der da rausfinden, welche Benutzer es gibt auf dem Exchange-Server und kann dann an die Konten ein Passwort hinsprayen. Und in dem Fall war das auch Sommer 2022 und hat dann Zugriff auf das E-Mail-Postfach des Benutzers und kann, ja, das ist ja auch schon ein Großschadensfall, kann dann alle sensiblen Sachen lesen, die da drinstehen, oder kann internes Phishing machen von der legitimen E-Mail-Adresse aus und auch dann alle weiteren Benutzer auslesen. Und deswegen, was dagegen hilft, ist Mehrfaktor-Authentifizierung. Also an alle Oberflächen, die aus dem Internet erreichbar sind, sollte man eine Mehrfaktor-Authentifizierung hinmachen. Duo ist nur einer der Marktführer, kann man auch im AD-Kontext zum Beispiel mit Open-Source-Software wie Privacy Idea hinbekommen, oder gibt noch andere Anbieter, können Sie selber eine Marktrecherche machen. Aber das Prinzip der Mehrfaktor-Authentifizierung ist schon sehr, sehr, sehr wichtig, weil das wirklich die Angriffe sind, die Unternehmen auch zum Großteil initial kompromittieren. Und was auch wichtig ist, ist dann einen Mechanismus zu wählen, der resistent gegen Angriffe auf MFA ist. Auch MFA in vielen Varianten ist nicht 100% sicher. Und ein Ansatz, der sich in letzter Zeit durchsetzt als Good Practice, ist, das ist das sogenannte Number Matching. Also das ist noch ein Zusammenhang zwischen der Abfrage auf dem Endgerät, wie dem Rechner oder dem mobilen Gerät gibt, und der Applikation auf dem mobilen Gerät. Würde ich Ihnen nahelegen, sich das auch anzuschauen, weil es da auch gerade aktuelle Angriffe auch auf selbst Industriegiganten wie Cisco gab, wo so ein klassischer Push-MFA-Prompt umgangen werden konnte. Und generell haben Exchange-Server noch ganz viele Rechte im Active Directory. Da würde ich Ihnen nahelegen, nicht nur Ihr Exchange regelmäßig zu patchen und die Release-Notes der Patches zu lesen, sondern auch mal kurz hier einen Blick auf den Artikel zu werfen. Das ist das, was ich hier Ihnen im Rahmen der Zeit mitgeben wollte. So, jetzt kann ein Angreifer, hatte der erste Code-Ausführung und möchte da Sachen rausfinden. Und auch ein Effekt, den man häufig sieht, ist, dass Passwörter wiederverwendet werden, besonders das lokale Standardadministrator-Passwort. Das sehe ich leider in vielen Audits. Jetzt ist aber die Tatsache, wenn ein Angreifer selbst mal Lokaladministrator geworden ist, kann er alle lokalen Konten, die da drin stehen, auf dem Rechner aus der sogenannten SEM-Datenbank auslesen. Das heißt, wenn auf allen Rechnern dasselbe Standard-lokale Admin-Passwort verwendet wird, muss der Angreifer auch keinen ausgefuchsten Angriff aufs AD starten, sondern authentifiziert sich einfach als Lokaladministrator. Und dagegen ist die Lösung die Local Administrator Password Solution, die automatisch ein Passwort auswürfelt für die Rechner. Jetzt möchte der Angreifer noch seine Privilegien eskalieren auf dem lokalen Rechner, möchte zum Administrator werden. Das zeige ich aus Zeitgründen nicht. Und jetzt aber die Tatsache, und das ist, wenn Sie die lokalen Admin-Rechte nicht weggenommen haben, sollen Sie das machen. Aber generell ist ein Angreifer, wenn er Zeit investiert, ist wahrscheinlich, dass er auch, wenn er keine lokalen Admin-Rechte hat, lokaler Administrator werden kann. Und jetzt sieht jeder authentifizierte Benutzer in der Domäne sehr viel. Das hier ist so der typische Befehl, wie man das aufrufen könnte. Und er sieht zum Beispiel hier in der eingebauten Windows-Oberfläche Beschreibungen bei Benutzern. Und da neigen Administratoren manchmal auch da, alte Passwörter oder Passworthinweise reinzuschreiben. Und der Angreifer hat jetzt mit Werkzeugen wie PowerView einen großen Einblick in die Umgebung. Das heißt, er findet auch raus, welche Betriebssysteme Sie da am Laufen haben. Der muss da nicht die ganze Umgebung portscannen, sondern im AD registrieren sich die Rechner mit ihrer Version. Der findet da also Windows 7 Rechner, die aktuell noch laufen, und er findet auch nicht mehr mit Updates versorgte Versionen von Windows 10. Und was wir in Audits auch häufig sehen und was auch Unternehmen dann erwischt, die auch schon häufig Red Teamings hatten, ist, dass die Organisation ihre Netzwerkfreigaben nicht im Griff haben. Das ist so der typische Mechanismus, wie man früher Dokumente gespeichert hat, bevor man Sachen mit Anwendungen oder mit SharePoint auch gemacht hat. Und da findet man dann so typischerweise Sachen wie Passwörter.txt oder natürlich auch Varianten davon, KeePass-Datenbanken, die man versuchen kann zu knacken. Und da ist ein Werkzeug, das ich Ihnen nahelegen würde, mal auszuführen. Das ist auch kostenfrei. Das ist eigentlich für Angreifer, aber es ist auch für Verteidiger gut. Es ist Snaffler.
Das findet alle Netzwerkfreigaben und Dateien, die möglicherweise sensible Begriffe wie Passwort oder Credential enthalten. Und so ein übergreifender Ansatz wäre noch hier ein Audit mit einem PowerShell-Tool wie Power Handshares, würde ich Ihnen auch mal nahelegen, sich das anzusehen. Das macht Ihnen auch kostenfrei einen Überblick über alle Netzwerkfreigaben und eben auch über Netzwerkfreigaben, wo man gar nicht denken würde, dass die Benutzer, wenn sie den Pfad wissen, einbinden können, wie so versteckte Freigaben mit Dollar, die aber nicht wirklich, das aber kein wirklicher Zugriffsschutz ist. So was brauchen jetzt Angreifer, um sich in einer Umgebung zu bewegen, lateral, also von einem Rechner auf den anderen. Die brauchen Netzwerkzugriff. Hier habe ich Ihnen eine Liste mitgebracht mit allen möglichen Ports, wo man auf Windows und anderen Systemen Codeausführungen erreichen kann, wenn man die Ports erreicht. Also hier so typische Ports unter Windows 135 oder 445, der klassische RDP-Port 3389, aber auch so Sachen wie PowerShell. Das ist das Erste. Und in typischen Umgebungen erreicht man quasi jeden Rechner auf diesen Ports. Und das Zweite ist, was ein Angreifer braucht, sind Privilegien. Also der muss da ein Benutzerkonto haben, das auf dem Rechner Lokaladministrator ist oder das ich per RDP hin verbinden kann. Das sind die Remote Desktop Users und gibt noch ein paar andere Gruppen. Und wie kann ein Benutzer die Rechte haben? Das kann über eine Gruppenrichtlinie vergeben werden. Das kann ein Angreifer dann enumerieren oder es kann auch lokal vergeben worden sein über eine Mitgliedschaft auf dem Rechner quasi. Und wie funktioniert das jetzt? Jetzt möchte ein Angreifer Lokaladministrator werden. Und was auch noch wichtig ist zu erwähnen an der Stelle ist, dass das habe ich auch in vielen Umgebungen gesehen, dass man so Windows-Dienste startet mit Domänenkonten. Und aber damit das möglich ist, müssen die auch in der Registrierungsdatenbank gespeichert werden. Und dann hat man in dem Fall sogar das Klartext-Passwort von Domänenkonten, wie hier dem Backup-Tool. Deswegen ist das für Angreifer eben immer wichtig, zum lokalen Administrator werden zu können, um solche Geheimnisse aus der Registrierung auszulesen. Einerseits Geheimnisse wie das lokale Administratorpasswort, aber Domänenkonten, die man für den Start von Windows-Diensten verwendet. So, und jetzt noch viel interessanter ist, Anmeldeinformationen extrahieren, die im Arbeitsspeicher sind. Da ist Mimikatz so das typische Angriffstool. Und wann sind jetzt Zugangsdaten im Arbeitsspeicher? Wenn man sich so typisch interaktiv anmeldet, wenn man sich per Remote Desktop hin verbindet. Also in vielen, vielen typischen Anwendungsfällen sind Zugangsdaten im Arbeitsspeicher. Das zeige ich jetzt hier mal. Also ein Angreifer ist jetzt schon lokaler Administrator geworden. Deswegen kann er jetzt auch über ein bestimmtes Privileg, das wir Lokaladministratoren haben, den Arbeitsspeicher von anderen Prozessen auslesen, unter anderem der Local Security Authority ELSAS, wo im laufenden Betrieb Domain-Anmeldungen verwaltet werden. Und jetzt könnte er Mimikatz selber ausführen, kann aber auch einfach über eingebaute Werkzeuge einen Dump des Prozesses erstellen und sich den lokal runterladen und dann versuchen, Datumsdaten auszulesen. Die spule ich mal vor. Und jetzt hier, was macht das Werkzeug? Das interpretiert, das analysiert den Arbeitsspeicher, die Strukturen, die da drin sind und findet jetzt zum Beispiel hier das Passwort oder das Passwort-Äquivalent, den NT-Hash von einem Benutzer, findet auch das Klartext-Passwort des Computerkontos. Das ist aber ein sehr sicheres Passwort. Und jetzt hier in dem Fall ist aber leider gerade kein anderer Benutzer auf dem Rechner angemeldet. Und warum brauchen Angreifer Benutzerzugangsdaten? Angreifer brauchen Zugangsdaten mehr noch als Malware. Also natürlich brauchen sie initiale Codeausführungen in der Umgebung. Aber dann machen sie das, was ich jetzt hier im ersten Schritt gezeigt habe. Die kompromittieren die Maschine, erlangen da Privilegien, dumpen die Passwörter und schauen, ob sie neue Zugangsdaten haben, die sie für weitere Anmeldungen nutzen können. Und wie kann man das jetzt schützen? Indem man administrative Konten, das ist auch eine Funktion, die schon lange in Windows dabei ist, und die viele Unternehmen leider nicht einsetzen, fast alle Admin-Konten in die Gruppe geschützte Benutzer stecken, bis auf ein Notfallkonto. Dann können die bestimmte Authentifizierungsmechanismen wie NetNTLM nicht mehr verwenden. Dann die große Lösung wäre Credential Guard, wo man eine Enterprise-Lizenz von Windows bräuchte und Hardware-Voraussetzungen hat, wo der ELSAS-Prozess dann gezielt geschützt wird. Aber eine Lösung, die schon die meisten Unternehmen eigentlich so einsetzen könnten, wenn sie das mal testen, ob nicht eine Produktivanwendung kaputt geht, wäre die sogenannte LSA Protection, die schon den ELSAS-Prozess ein bisschen besser schützt vor so typischen
Werkzeugen wie Mimikatz. Das war bis vor kurzem für Angreifer noch relativ leicht zu umgehen, aber wenn man auch auf dem aktuellen Stand ist mit Windows-Patches, ist das ein relativ guter Mechanismus, den man ohne Lizenz und auch ohne größere Hardware-Anforderungen umsetzen sollte. Und jetzt ein Angriff, der sehr tödlich ist, gegen den viele Unternehmen nicht geschützt sind, ist NetNTLM Relaying. Das ist das ältere Authentifizierungsprotokoll im AD. Und das kann, wenn ein Angreifer sich an eine Man-in-the-Middle-Position begibt, relayed werden von dem eigentlichen Ziel zu einem anderen Ziel. Und wie funktioniert das? Das zeige ich jetzt in der Demo. Und das ist in der Variante eine sehr tödliche Attacke, weil man sich dagegen den Auslöser der NetNTLM-Authentisierung nicht so wirklich schützen kann eigentlich. Also was ist hier passiert? Ich habe jetzt schon den Windows-10-Rechner kompromittiert, bin der lokale Administrator, hatte aber eben leider in Mimikatz keinen anderen Benutzer gesehen, habe jetzt aber so eine Netzwerkfreigabe gefunden, wo ich vermute, dass viele Leute da vorbeisurfen, irgendwie Fotos von der Weihnachtsfeier oder ein zentraler Austausch im Share oder irgendwas in der Richtung. Da gibt es ja Dutzende solche Freigaben im Unternehmen, wo normale Benutzer irgendwie Dateien reinschreiben können. Jetzt starte ich hier ein Werkzeug. Was macht das Werkzeug? Das erstellt jetzt Dateien, die Links auf Pfade, zum Beispiel auch eine Netzwerkfreigabe enthalten können. Und viele Dokumente kann man ja andere Dateien einbinden. Zum Beispiel ein Word-Dokument kann man eine Datei einbinden, die eigentlich auf eine Netzwerkfreigabe linkt. Und hier aber besonders spannend ist eben .lnk, das in Windows eingebaute Link-Format. Das erzeugt jetzt einen Link, wo sowohl das Ziel des Links als auch das Icon des Links, das ist da das Entscheidende, auf einen vom Angreifer kontrollierten Rechner zeigt. Und das funktioniert auch mit so typischen Angriffen in Command-and-Control-Frameworks, aber auch wenn der Angreifer physisch irgendwie ein Raspberry Pi hätte. Und jetzt hat der Angreifer hier den Link reingelegt in die Netzwerkfreigabe. Und jetzt scannt er gleich in der Umgebung nach Rechnern, auf denen SMB-Signierung nicht aktiviert ist. Und im Standard ist SMB-Signierung nur auf Domain-Controllern aktiviert. Das heißt, der Rechner prüft jetzt auf den, das heißt, das Tool prüft jetzt auf erreichbaren Rechnern, ob da SMB-Signierung aktiviert ist, und in vielen Umgebungen findet man da auf keinen anderen Rechnern auf dem Domain-Controller SMB-Signierung oder findet da Lücken, weil doch irgendwie SMB-Signierung nicht erzwungen wird. Und jetzt sucht er sich ein Ziel aus. In dem Fall ist das der Zwischenserver WEF, wo das Relaying hin passieren soll. Startet gleich das Angriffswerkzeug. NetNTLM-Authentizierung kann auch auf viele weitere Arten ausgelöst werden. Die kennen Sie vielleicht im Printspooler, PetitPotam, aber das sollte man auch beheben. Aber so die Grundursache hat mit Signierung zu tun. Und ja, was jetzt passiert ist, hier ist gerade ein Administrator in den Share gesurft. Da ist ein Symbol drin. Der Windows Explorer hat versucht, das Symbol aufzulösen, hat eine Verbindung zum vom Angreifer kontrollierten Rechner hergestellt und das weitergeleitet als Man-in-the-Middle-Position zum Serversystem. Und da der Benutzer hier auf dem Zielsystem lokale Administratorrechte hatte, hat der Angreifer jetzt auf dem Server, hier in dem Fall ist das jetzt WF, das ist in unserer kleinen Demo-Umgebung, der Server hat da Codeausführung. Und das so ein Angriff auf die Art oder analog funktioniert wahrscheinlich bei vielen Unternehmen, die da nichts dagegen getan haben, weil eben der wirkliche Schutz gegen Relaying Signierung ist. SMB-Signierung auf jeden Server und auf jeden Client aktivieren und auch auf Domain-Controllern. Das ist noch ein anderer Angriff und auch noch viel schwerwiegender, wenn man dann auf den Domain-Controller Sachen verändern kann, auf allen Domain-Controllern LDAP-Signierung und Kanalbindung aktivieren. Und hier ist eine Quelle, ein Blogpost, den Sie dann in den Folien finden, wo Sie das nochmal nachlesen können, weil das wirklich ein sehr wichtiges Konzept ist. Und dann sollte man auch noch die ältere Version von NetNTLM verbieten, weil da NetNTLM auch Hashes verwendet. Die sind nicht direkt so NetNTLM-Hashes, sind nicht mit NT-Hashes gleichzusetzen, aber die kann der Angreifer versuchen zu knacken, wenn das Passwort schlecht ist. Deswegen ist Passworthygiene als übergreifende Maßnahme auch so wichtig. Aber bei NetNTLM V1 muss er das gar nicht bruteforcen, sondern kann in Tabellen nachgucken, das Klartext-Passwort. Deswegen ist das so wichtig, NetNTLM V1 auf jeden Fall zu deaktivieren. Und hier habe ich Ihnen noch einen Link mitgebracht
zu einem Blogbeitrag von unserem IT-Leiter, der die wichtigsten GPO-Einstellungen zum Härten zusammenfasst, zum Beispiel wie das eben SMB-Signierung und LDAP-Signierung und Kanalbindung sind. So, und jetzt kann der Angreifer, da er Zugriff auf dem Server hat, macht er wieder das Credential Shuffle, hat auf dem Server jetzt auch, weil er lokaler Administrator ist, die Privilegien, um dort den Elsass-Prozess auszulesen und sieht hier, auf dem Server ist jetzt auch ein mutmaßlich domain-administrativer Benutzer angemeldet und in dem Moment ist jetzt schon für die Umgebung einiges zu spät. Also jetzt kann er auch da die Passwort-Hashes auslesen. Das zeige ich jetzt mit einem anderen Tool. Hat jetzt hier die NT-Hashes und auch andere mit Passwörtern gleichzusetzende Zugangsdaten wie Kerberos AS-Schlüssel und kann sich jetzt als Domain-Administrator gegenüber der Umgebung ausweisen. Und was hilft dagegen? Das wird von Administratoren viel zu wenig eingesetzt, wäre so das Konzept der Privileged Access Workstation. Also einfach administrative Tätigkeiten nicht auf dem normalen Rechner erstmal vorzunehmen, sondern der eigene Administratorrechner ist die privilegierte Maschine, mit der man administriert. Den kann man auch besonders härten. Da liest man auch keine Mails auf dem physischen Rechner. Und dann so sein typisches normales Benutzerkonto hat man in der virtuellen Maschine und in der virtuellen Maschine kann man dann E-Mails lesen, in Teams chatten und im Internet surfen. Und die eigentliche PAW kann man stärker härten. Und das spielt dann noch rein mit dem Konzept des Tierings, das man auch sehr aufwendig betreiben könnte. Aber so der initiale Start in Privileged Access Workstation und Tiering, finde ich, ist hier in dem relativ unbekannten Blog von Microsoft in dem Infrastructure-Blog sehr gut beschrieben. Das würde ich Ihnen nahelegen, das mal durchzulesen. Und dann, wenn ein Angreifer einmal Zugangskonten, Zugangsdaten von Domain-Administrator hatte, kann er alle Passwort-Hashes, analog zu dem, wie das das legitime Passwort-Audit-Tool macht, alle Passwort-Hashes von allen Computern und allen Benutzern in der Domäne auslesen. Und in dem Fall ist jetzt die Umgebung dann kompromittiert und es ist eben auch schwierig zu bereinigen. So eine tiefgreifende Kompromittierung, wenn man davon ausgehen muss, dass der Angreifer all die Zugangsdaten hat in dem Moment und natürlich noch Hintertüren einrichten könnte. So, was man dann auch sieht in der Praxis, ist, dass eben solche Dienstkonten, wie ich gesagt habe, Domainkonten sollte man nicht zum Starten von Windows-Diensten verwenden, weil das kann dann jeder, der einmal lokaler Administrator irgendwo geworden ist, auslesen, dass das dann häufig auch noch in der Domain-Admin-Gruppe ist, weil das halt in der Anleitung vom Hersteller oder so drin stand. Und das ist ungünstig und auch Computerkonten können übrigens in administrativen Gruppen wie den Serveroperatoren drinstehen. Und jetzt kann man viele dieser Fehlkonfigurationen, also natürlich nicht alles, aber das Tool wird auch sehr aktiv entwickelt mit sehr reifen Werkzeugen finden, die auch für Verteidiger gedacht sind. Und das eines ist Pingcastle, das ist Open Source. Und für die eigene Nutzung kann man das lizenzfrei einsetzen. Das macht auch nichts anderes als Angriffstools. Das liest über die Protokolle, die im AD verwendet werden, LDAP, Active Directory Web Services, SMB, Netzwerkfreigaben, wo Gruppenrichtlinien liegen, Daten aus dem AD aus. Das kann man auch mit einem normalen Benutzerkonto starten. Dann startet man das Tool, bekommt hier so eine Textoberfläche, zack, klickt auf 1, Health Check und es spuckt einem eine HTML-Datei aus, die wir gleich sehen werden. Und so vielleicht für den ersten Start gibt es auch ein kommerzielles Tool, Closed Source, wo man die Lizenz gegen Einwurf seiner Kontaktdaten runterladen kann. Das ist Purple Knight. Und da möchte ich Ihnen jetzt mal das Ergebnis kurz zeigen. Also es sind einfach Tools, die Sie als normale Domainbenutzer auf irgendeinem Rechner an der Domäne ausführen und die Ihnen dann Berichte erstellen und Ihnen schon viele Schwachstellen finden. Und das ist jetzt wieder der Report von Pingcastle. Pingcastle hat so den Nachteil, das findet viele Sachen, aber es ist so ein bisschen unübersichtlich. Also Sie sehen, die Seiten sind relativ lange. Da muss man durchscrollen. Hier wiederholen sich die Befunde. Aber es aggregiert hier einem viele relevante Informationen aus dem AD. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, spürt das viele, viele tiefgreifende Fehlkonfigurationen hoch. Welche Mitglieder gibt es in Gruppen, wer kann noch Kontrollen über die Gruppen
Wer kann dann noch die Kontrolle der Gruppe übernehmen? Azure AD relevante Sachen, auch Zertifikat relevante Sachen, spült einem das raus. Aber man muss sich ein bisschen mit dem Output auseinandersetzen. Aber das würde ich jedem Unternehmen nahelegen, das mal auszuführen. Und aber einfacher im ersten Schritt, weil es weniger Ergebnisse liefert, ist Purple Night. Das macht hier so ein HTML-Report. Und das wäre so die Basis, die Sie selbst machen können. Sie können natürlich auch einen Sicherheitsdienstleister wie uns beauftragen, dann kriegen Sie einen schönen Bericht. Aber so die wesentlichen Basisarbeiten, die man machen kann, bevor man dann einen Sicherheitsdienstleister reinholt, der einem dann noch verstecktere Fehlkonfigurationen findet, kann man mit diesen beiden Werkzeugen, Pingcastle und Purple Night, wirklich sehr gut finden. Dann noch, wir kommen zum Ende, ein paar weitere Angriffspunkte, die es so gibt, sind Zugriffskontrolllisten. Das kennen Sie so hier aus Ihrer Sicht als Administratoren, auf allen möglichen Objekten, auf das Domain-Objekt selbst, auf Benutzer, auf Sicherheitsgruppen kann es Berechtigungen, gibt es Berechtigungen und dann kommt es natürlich auch zu Fehlkonfigurationen. Und die Domain-Admins haben eben deswegen so Allmacht, weil sie auf jeden Rechner im Standard in der lokalen Benutzergruppe drinstehen. Das heißt aber eben auch, wenn ein Benutzer dann gar nicht Mitglied der Domain-Administratoren ist, sondern auf die Domain-Administratoren bestimmt, auf die Gruppe der Domain-Administratoren bestimmte Berechtigung hat, eben in dem Fall Vollzugriff, kann er sich selber zum Mitglied der Domain-Administratoren machen. Und da gibt es auch ein Tool, das man sich mal ansehen könnte, ADELEC, das so hochspült, nicht standardmäßige Zugriffskontrolleinträge auf Objekten im AD. Das würde ich Ihnen aber empfehlen, erstmal den Pingcastle, die Pingcastle-Ausgaben durchzuarbeiten, weil da hat man auch was zu tun. Und was man aber auch auditieren kann auf die gleiche Art und relativ schnell sogar, sind Gruppenrichtlinien. Auch da gibt es ja Berechtigungen. Das heißt, wenn jemand eine Gruppenrichtlinie bearbeiten darf, die auf allen Rechnern angewendet wird, kann der über die Gruppenrichtlinie Malware ausrollen. Das möchte man natürlich nicht. Da könnte man hier sogar manuell in der Group Policy Management Konsole mal im Delegationstab bei allen Gruppenrichtlinien reinklicken und schauen, ob man da Benutzer sieht, die eigentlich die Gruppenrichtlinien nicht bearbeiten sollten. Und alle Gruppenrichtlinien sollten natürlich auch, das ist so die Good Practice, nur von Domain-Administratoren als Eigentümer haben. So ein Punkt, den ich Ihnen noch zum Abschluss mitgeben möchte, weil ich das auch bei vielen Kunden im Einsatz sehe oder in meinem Workshop haben das auch 80% der Teilnehmer, sind Active Directory Certificate Services. Das ist die Microsoft PKI. Das ist auch sehr bequem, auch eng ins AD einzubinden. Und das schlummerte lange Jahre so ein bisschen unbeachtet, ist aber auch eine zentrale Komponente von Active Directory eigentlich, genauso wie die, was man eigentlich synonym zu AD verwendet, die Active Directory Directory Services. So, und dann ist jetzt vor einem Jahr, haben sich Sicherheitsforscher das mal angeschaut, die Angriffsfläche von Active Directory Certificate Services und haben da auch Sachen festgestellt, ja, man kann sich in der Umgebung festsetzen mit so einem Zertifikat, das man ausgestellt hat. Ist das Zertifikat noch gültig, wenn das Benutzerpasswort schon längst geändert wäre? Aber richtig einschlagend sind dann die sogenannten Privilegien-Eskalation und der Escape. Und da haben die Sicherheitsforscher 8 Privilegien-Eskalationsmöglichkeiten festgestellt, wie man durch Fehlkonfiguration in ADCS zum Domain-Administrator werden kann. Und da gibt es auch ein Werkzeug, mit dem man das selbst auditieren könnte. Das ist PSPKI-Audit. Das haben die Autoren des White Papers zur Verfügung gestellt. Und das findet einem dann zum Beispiel Zertifikatsvorlagen, wo normale Domain-Benutzern sich eintragen können und sich damit zum Beispiel als Domain-Administratoren ausgeben. Oder das findet ihnen auch, wenn man das Web-Enrollment aktiviert hat, auf dem Endpunkt. Das ist hier die Gegenmaßnahmenfolie, das haben auch viele Leute im Einsatz. Wenn man das Web-Enrollment aktiviert hat für Active Directory Certificate Services, hat da Microsoft im Standard, obwohl das NetNTLM-Authentifizierung verwendet, nicht Signierung und Kanalbindung aktiviert. Das heißt, man kann Relaying gegen den ADCS Web-Enrollment-Endpunkt machen und ist dann noch vorm Frühstück, wenn man als Angreifer in die Umgebung gerade reingekommen ist, Domain-Administrator geworden. Das ist auch ein wichtiger Punkt, den ich Ihnen nahelegen möchte, sich das mal anzuschauen, PSPKI-Audit auszuführen und hier die Dokumentation zu lesen zu dem Punkt. So, jetzt Gegenmaßnahmen
noch generell. Ich habe Ihnen jetzt in der Stunde so die Highlights rausgesucht, konnte schon gar nicht alles ansprechen, was ich eigentlich ansprechen wollte. Möchte Ihnen aber nochmal so mitgeben, den Grundsatz, dass Sie mehrere nacheinander gelagerte Schutzmechanismen verwenden sollten. Auch im AD-Kontext ist das immer noch wichtig mit so Grundlagen wie erstmal die initiale Code-Ausführung auf Clients verhindern und sich auch nicht auf einen einzelnen Mechanismus oder ein Produkt zu verlassen, weil es 100% nicht Sicherheit gibt. Aber Sie können die Kosten für die Angreifer erhöhen, dass sie dann schon gar kein Interesse mehr haben, bei Ihnen weiterzumachen, sondern sich ein einfaches Opfer suchen oder einfach auch nicht weiterkommen mit den Fähigkeiten, die haben. Und auch habe ich Ihnen auch nahegelegt, dass es viele, viele Tools gibt, die, mit denen sich kostenfrei Ihre Umgebung anschauen können. Und auch Tools gibt, die Sie schon im Einsatz haben, die Sie wirklich, aber deren volles Potenzial Sie noch gar nicht ausnutzen, wie zum Beispiel Meldescanner, was ich Ihnen sehr nahelegen würde, das zentral auszuwerten. So, jetzt habe ich Ihnen hier viel, viel Inhalte reingepackt. Meine Kollegen und ich haben ein ganzes Sonderheft bei X, auch vor allem in Bezug auf das Angriffsvorgehen, aber auch in die Absicherung von On-Premise-AD, aber auch zu Azure-AD. Vollgeschrieben. Da finden Sie fast alle Beiträge auch online auf unserer Website. Ich habe Ihnen hier aber den QR-Code, wenn Sie den sich abfotografieren, finden Sie hier die Präsentation auch mit den Demo-Videos, was ich Ihnen gerade gezeigt habe und auch die Artikel aus dem Magazin. Und wenn Sie natürlich Interesse haben, dass wir ein AD-Sicherheitsaudit für Sie durchführen, können Sie sich natürlich auch gerne bei mir melden. Gibt es Fragen jetzt an der Stelle? Aus dem Publikum. Nein, gerade nicht. Genau, dann habe ich Ihnen hoffentlich gezeigt, im Rahmen der zur Verfügung stehenden Zeit. Es gibt noch viel mehr Inhalte, die ich Ihnen gerne nahegelegt habe, aber das Wesentliche, dass Sie selbst ganz viel in Bezug auf AD-Sicherheit machen können. Viele Maßnahmen sind mit wenig Aufwand umsetzbar, wie Passwort-Audits und Passwortfilter, die ich Ihnen sehr nahelegen würde und auch so das initiale Assessment mit Werkzeugen wie Pingcastle, Purple Knight oder dem Vorgehen, das ich in Bezug auf Zugriffskontrolllisten mit AD-Delic oder auch mit den eingebauten Werkzeugen auf Gruppenrichtlinien gezeigt habe. Ich möchte noch auf die Folge-Webinare meiner Kollegen hinweisen. Yves Kraft wird über IoT-Security sprechen und Gregor Wegberg dann wird im Oktober über die Auswirkungen von so einem Sicherheitsvorfall berichten. Ja, ich lese gerade ein bisschen erschlagen von den vielen Informationen. Ich wollte Ihnen dann möglichst viel mitgeben. Aber das Fazit ist, also man kann mit wenig Aufwand, finde ich, effizient schon sehr viel machen. Das ist dann natürlich noch nicht perfekt. Da können dann auch Dienstleister wie wir Ihnen helfen, das noch weiter zu treiben. Aber so initial auf ein besseres Niveau zu kommen, als dass man gleich, wie das im Beispiel war, auf The Defi Report, dass da gleich der Angreifer eine Stunde, nachdem er auf dem ersten Rechner gelandet ist, Domain-Administrator war, das kann man schon, das kann man selber sehr effizient verhindern. Wenn es nicht mehr weitere Fragen gibt, bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Würde mich freuen, wenn Sie sich die Unterlagen runterladen, wenn Sie Fragen haben oder Bedarf an weiterer Beratung sich bei mir melden und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Wiedersehen.